4 Milliardstel Gramm eines sogenannten Neonicotinoids. Mehr braucht es nicht, um eine Biene zu töten. Diese besonders aggressive Gruppe von Insektiziden steht ja schon länger in Verdacht, Bienenkiller Nummer 1 zu sein. Umweltschützer können jetzt hoffen, die Mittel sollen im Freiland verboten werden. Zu groß sei das Risiko eines anhaltenden Bienensterbens. Einen anderen Weg will man in Sachsen gehen. Dort will man spezielle Bienenzuchtschutzzonen einrichten. Am besten für eine Art von Biene, die besonders robust ist. Niederau bei Meißen. Jan Gutzeit hat eine Mission. Seit 6 Jahren züchtet der Hobbyimker die dunkle Biene. Sie gilt als europäische Urbiene und ist an die klimatischen Bedingungen besonders gut angepasst. Trotz Wetter und Parasiten. Das Problem? Es gibt kaum noch Exemplare. Sie wurde in den 30er Jahren systematisch verdrängt. Die Nazis etablierten stattdessen eine reinrassige, hellere Bienensorte aus Kärnten in Deutschland. Solange wir also noch Restbestände der dunklen Biene haben, ist es unbedingt notwendig und ratsam, diese zu schützen und zu erhalten. In allen anderen Ländern, in denen die dunkle Biene vorkommt und vorgekommen ist, ist das auch geschehen. Auch in unserem Nachbarland, in Polen, gibt es zum Beispiel dunkle Bienen. Und nur in Deutschland ist diese Ausrottung derartig stark fortgeschritten, dass wir keine eigenen dunklen Bienen mehr haben. In den Wein- und Obstanbaugebieten wie hier in Sachsen weiß man, wie sehr man bei der Ernte auf Bienen angewiesen ist. Es sind beeindruckende Zahlen, die der Imkerbund errechnet hat. 100 Millionen Euro jährlich ist die Bestäubungsleistung der Bienen allein in Sachsen wert. 2 Milliarden in ganz Deutschland. Höchste Zeit, dem Bienensterben etwas entgegenzusetzen. Bienen sind systemrelevant. 80% unserer Nahrung ist ungefähr von Bienenbestäubung abhängig. Also die Hauptleistung der Bienen ist im Grunde genommen nicht die Honigproduktion. Das ist ein Abfallprodukt, wenn man es so bezeichnen will. Auch in der EU ist man inzwischen aufgewacht. In den Mitgliedsländern ist die Zahl der Bienen zum Teil bereits um 60% zurückgegangen. Verantwortlich dafür Parasiten, Krankheiten und Pestizide aus der Landwirtschaft. Zumindest die hochgiftigen Neonicotinoide sollen nun wohl verboten werden. Ende des Monats steht die Abstimmung der EU-Agrarminister an.